Wie gewonnen, so zerronnen. Machiavelli zum Campidoglio. Doglio. Doglio? Begleiten, wie auch immer. Keine Gesundheit verlieren. Alles klar. An alle Bewohner und Besucher Roms. Bitte achtet auf herabfallendes Mauerwerk in der Nähe von Gebäuden. So, wir folgen dir. Und wenn ich das machen würde, dann würden die Wachen austicken, Alter. Und bei Machiavelli, ey, pff, nix. Oh, ich bin flexibel, guck mal, ich kann mich sogar im Kreis drehen. Flexibel, Junge, flexibel. Sorry. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Ist schon komisch, ne? Zuerst hatten wir ein braunes Pferd und dann... Kommt hierher zurück! Und jetzt haben wir ein schwarzes Pferd gehabt, gerade in der Sequenz. Ja, komm. Mein Freund, nix da. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Ja. Hau ab, komm. Schnell. Mach schnell, komm. So. Sind wir denn hier? Ja, dann machen wir erstmal ein paar Aussichtspunkte, würde ich mal so behaupten. Wie ihr es ja von mir gewohnt seid. Dazu nehmen wir erstmal den Aufzug hier. Wir haben jetzt alles gesehen, Ezio. Alles klar. Krasser Typ. Wie gesagt, Ezio will jetzt die Borgia komplett auslöschen, indem er die Krankheit besiegt, wie er so vortrefflich gesagt hat. Was ja auch so typisch ist für so Leute wie Ezio, die sowas sagen. Hey, ich will die Krankheit besiegen, nicht den Symptom kurieren. So ungefähr, ne? Sagt ja irgendwie so fast jeder, auch in so TV-Serien und so. Ja. Einen Moment kurz, ich muss kurz was holen.
So, und da bin ich auch wieder. Ich musste gerade was klären. ich glaube, das Mikro ist sogar angeblieben. Aber das habt ihr nicht gehört. Alles klar. So, dann geht's weiter. Ich habe nämlich gerade gedacht. Wo ist dieses Scheißteil? Ich hab's gefunden, würde ich mal behaupten. Oder auch nicht. Ich hab nur eine Feder gefunden. Was für ein Krüppelscheiß, ey. Komm, wo ist es denn? Ich glaube, das war hier irgendwo in der Nähe. Also entweder bin ich komplett blind. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal... Genau, da rein wollte ich auch. Und ich werde jetzt erstmal den Aussichtspunkt machen. Vielleicht sehe ich sie ja dann. Komm. Hoch. Ja, es gibt 10 Federn insgesamt in SS Group Brother. Dafür gibt es ja diese Bordschirmbanner, die ich auch schon eins oder zwei eingesammelt habe. Eingesammelt habe. Kann man hier natürlich nur an einer Stelle rein. Und das ist natürlich an der hier. Natürlich kann man natürlich nur nach rechts, weil hier zufälligerweise ein Knick ist. Ja, natürlich ganz zufällig. Natürlich auch wieder nur nach rechts, damit man überhaupt hier überhaupt irgendwie hochkommt. Denn sonst würde das ja nie gehen. Ach, hier ist das, oder? Nee. Ich bin keine Ahnung, ich bin so schlecht in dem Scheiß. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Nee, ist mir eigentlich nicht egal. Ich will jetzt nicht da runterspringen, deswegen. Ganz ruhig. Ach. Ich gucke einfach nochmal in der Datenbank. Letzte Einträge. Und das hier. Der Palazzo Senatori. Senatorenpalast. Wo ist denn der nochmal? Was ist der? Was war der hier, ne? Wahrscheinlich bin ich einfach unwürdig. Das ist doch der, oder? Ganz ehrlich, es ist doch wirklich der.
Ich bin ja nicht komplett dumm, oder? Ich bin ja wirklich nicht komplett dumm, oder? Ganz ehrlich. Ich hätte eigentlich nicht vor, das so wie in AC2 zu machen, dass ich einfach die Mission mache und so. Ich bin Boss. Boss. Ich sag einfach nur Boss. Huh. Du bist aus dem Raster gefallen. Wo warst du? Weiß nicht. Irgendeine defekte Erinnerung? Vielleicht solltest du aufhören. Schon gut. Ich möchte weitermachen. Cluster 1. Laden. Das? 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 Nee. Zurück. Also das. 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 So, würde ich sagen. Laden. So, hätten wir das gelöst. Sie werden sich immer mehr unserer Existenz bewusst. Wir können uns nicht länger auf das göttliche Recht der Aristokratie verlassen, die Herrschaft auszuüben. Wir brauchen ein neues System, etwas viel Subtileres. Laden. Quarantänezone. Quarantäne aufgehoben. Ich schiebe 16 Videodateien hier hin. Hoffentlich ergeben sie Sinn, wenn du sie freischaltest. Bestimmt, bestimmt. So, da hätten wir das auch geschafft. Ich bin so glücklich. Und zwar, hier habe ich das schon mal gemacht habe, ich mir dann halt die Lösung rausgesucht von diesen ganzen Sachen. Auch von den Glyphen zum Beispiel, das sind ja auch, ist ja auch quasi dasselbe. Und die habe ich dann hier neben mir liegen. Und deswegen musste ich erstmal raussuchen, das Richtige. Deswegen hat sich das vielleicht ein wenig komisch angehört oder war ein bisschen komisch, keine Ahnung. Kann ja sein. Bitte nicht böse sein. So, machen wir, denke ich, noch den Aussichtspunkt gerade. Genau, der ist da irgendwo geradeaus.